Wie geht's Ihnen denn heute? Wie sind die ersten Stunden in Freiheit? In Freiheit war ich ja immer, aber nur jetzt ohne Gegenstand, der am Fuß angebunden war. Das habe ich Gott sei Dank seit 8 Uhr in der Früh los. Und das ist natürlich ein angenehmes Gefühl, wenn man das weg hat. Und wenn das ganze Prozedere, was da eben jetzt fast 11 Jahre gedauert hat, vorbei ist. Das hat ja alles viele Probleme bewirkt. Ich glaube, diese ganzen Journalisten, die das Negative geschrieben haben, keine Ahnung vom Justizsystem, vom Rechtssystem, aber sie schreiben was, damit es reißerisch ist. Und dann kommt man sich vor wie der Schwerstverbrecher, was du gemacht hast. Würden Sie sagen, Österreich ist eine Neidgesellschaft? Das kann man zehnmal unterschreiben. Neid, eifersüchtig, ungehässig, den anderen heute nur mehr anzupinkeln und nur mehr das Negative wünschen. Man darf halt nicht so ein Typ sein wie ich, der halt offen ist, ehrlich und seine Sachen, wenn er Erfolg hat, zeigt. Ich habe halt in Amerika oft viel erlebt und habe das leider nach Österreich mitgebracht und das war halt das Verhängnis. In Österreich darf man nichts zeigen, man darf nichts haben, zum Besten. Und wenn du gut verdienst und fleißig bist, bist du schon, außer die ganz Großen wie Mateschitz und Straunach und Andritz und wie die alle heißen, die schauen, aber in unserer Schicht, in meiner Schicht, da darf man nichts reden, weil der Neid ist so groß. Also die richtigen, die guten Leute haben sich nie abgewandt. Die sind auch heute geblieben. Und da muss man wirklich großen Dank an Persönlichkeiten aussprechen. Da gehört zum Beispiel, was ich unseren Ex, jetzt ist er leider Ex-Landeshauptmann, Erwin Bröll, der hat mich immer eingeladen zu der Donaufahrt, der Sonnenwendfeier, auch der HC Strache, der mir das Vertrauen geschenkt hat, dass ich für ihn arbeiten darf, auch die ÖVP, weil arbeiten tun wir sehr gerne und wir machen die Arbeit gut. Und die steirische Landesregierung, auch der Bürgermeister, es waren schon namhafte Leute dabei, die sich nie von mir abgewandt haben. Es gibt nur eines, was ich der Justiz würde empfehlen, dem System, nicht den Minister, sondern den Justizsprechern. Die mögen eines machen. Es kann nicht sein, dass heute Wirtschaftsleute, die mit dem Gesetz in Konflikt treten oder Steuersünder, dass sie dann mit Mördern, Kinderschändern und Frauenvergewaltigern in einem Raum zusammen sein müssen. Nicht die Justizbeamten oder die Brigadiere und Offiziere, die können nichts dafür. Das muss aus Wien passieren. In Wien fallen die ganzen Entscheidungen und die müssen das dann machen. Aber nicht die Leute, die Chefs in den Anstalten. Und das ist das Problem, wenn sie mit Kinderschändern zusammenkommen, wie mir das eben passiert ist, da muss man sich sehr zurücknehmen, dass man da nicht irgendwie einmal, muss man sich zurückhalten, sagen wir so. Wirtschaftsleute sind andere Menschen, das sind ja keine Gewaltverbrecher. Und da muss man unterscheiden. Man hat für alles, für die Ausländer, die dürfen beten, trennen und Wirbel machen und sich gegenseitig schlägern, aber dann für solche Dinge hat man dann nichts. Also da müsste ein eigenes, ja, wie soll man sagen, einen eigenen Stock machen, wo man dann vielleicht untergebracht wird.